Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Betriebsgrün, der Podcast für unternehmerischen Klimaschutz des Verbands Klimaschutzunternehmen und des Unternehmensnetzwerks Klimaschutz. Am Mikrofon sind Florian Beißwanger und Stefanie Torno. Heute widmen wir uns dem Thema Klimaschutz und Energiemanagementmaßnahmen. Unser heutiger Gast ist Thomas Voss, kaufmännischer Direktor der LWL-Kliniken Münster und Lengerich. Die Klinik setzt sich in besonderem Maße für betrieblichen Umweltschutz ein und wurde 1999 als erstes Fachkrankenhaus der Psychiatrie in der Bundesrepublik nach EMAS validiert. Die Klinik hat sich in diesem Rahmen über 100 Umweltziele gesetzt und über ein paar von ihnen werden wir heute auch sicherlich noch sprechen. Hallo Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über das Engagement der LWL-Kliniken zu sprechen und uns einen Einblick in eure Klimaschutz- und auch Energiemanagementmaßnahmen zu gewähren. Bevor Florian mit dir in das Thema Deep Dive einsteigt, magst du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, wer genau du bist und was die LWL-Kliniken eigentlich machen? Ja, sehr gerne. Ich bin kaufmännischer Direktor der LWL-Kliniken Münster und Lengerich. Wie gesagt, zwei große psychiatrische Fachkrankenhäuser. Ich bin jetzt mittlerweile schon seit 35 Jahren im Krankenhausbereich unterwegs. Wir haben uns sehr früh dazu entschieden, uns auch um das Thema Umwelt- und Klimaschutz zu beschäftigen und haben uns dann nach 1999 ja nach EMAS validieren lassen. Ich bin über diese verschiedenen Aspekte Klima- und Umweltschutz auch mittlerweile Mitglied im Umweltgutachterausschuss, einem Beratungsgremium am Bundesumweltministerium. Bin sehr gerne mit den beiden Kliniken auch beim Unternehmensnetzwerk Klimaschutz dabei, weil ich glaube, wichtig ist es, über den Tellerrand zu gucken, Erfahrungen von anderen zu sammeln, aber auch die eigene Erfahrung mit einbringen zu können. Zu den beiden Kliniken selber, damit man so eine Vorstellung hat, wir sind kommunale Krankenhäuser, das heißt, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist unser Träger. Wir müssen uns allerdings selbst finanzieren, also all das, was wir tun, müssen wir aus unseren Erträgen auch tatsächlich erwirtschaften. Wir bekommen keine Zuschüsse unseres Trägers dazu. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Die beiden Kliniken haben einen Gesamtumsatz pro Jahr von jeweils etwa 80 Millionen Euro. Wir haben zusammen fast 2200 Beschäftigte in den beiden Kliniken und haben neben dem Krankenhausbereich Erwachsenenpsychiatrie haben wir jeweils noch eine Pflegeeinrichtung, in der stationäre Pflege nach SGB 11 angeboten wird und Wohneinrichtungen, in denen psychisch behinderte Menschen von uns betreut werden. Ja, prima. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Nun habe ich eine Frage zu EMAS. Deine beiden Kliniken sind ja EMAS zertifiziert. Das heißt, wer an EMAS teilnimmt, erfasst systematisch seine Umweltauswirkungen und verbessert kontinuierlich seine Umweltleistung. Thomas, kannst du uns bitte einen Eindruck geben, was euch dazu bewegt hat, EMAS zu nutzen und welche Ziele ihr damit verfolgt? Also der Ursprung liegt ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange zurück. Wir haben also 1998 uns mit dem Gedanken das erste Mal auseinandergesetzt. Es ist so, dass Münster immer schon eine relativ grün bewegte Stadt war. Münster hat 300.000 Einwohner, über 50.000 Studierende. Das ist also insofern ein besonderes Fleckchen Erde. Es ist so, dass wir schon vor 1998 erste Maßnahmen ergriffen haben, getrennte Müllsammlung, Batteriesammlung und so weiter. Und dann wurde ja EMAS auch für den Bereich des Gesundheitswesens geöffnet. Und es hat damals ein Modellprojekt gegeben, finanziert durch das Land Nordrhein-Westfalen, in dem man 10 Krankenhäuser an eine EMAS-Validierung heranführen wollte. Und wir haben einfach damals gesagt, das ist eine absolute wunderbare Chance für uns. Wir beteiligen uns an diesem Modellprojekt des Landes, sind dann begleitet worden im Rahmen dieses Projektes bei der Erstellung des Umweltmanagement-Handbuchs und diesen Dingen und 99 das erste Mal validiert worden. Wir haben damals schon erkannt, dass EMAS einfach eine wunderbare Chance ist, sich wirklich kontinuierlich mit dem Thema Umwelt- und Klimaschutz auseinanderzusetzen. Alle machen ja irgendwas, aber immer dann, wenn gerade mal Zeit ist, wenn gerade mal Geld da ist. Und das ist das Schöne, finde ich jedenfalls, an EMAS, dass man gezwungen ist, kontinuierlich in einem Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben 99 die Validierung in Münster gemacht, haben die Vorteile erkannt, sind seit 2003 in einem sogenannten regionalen Netz auch mit Lengerich verbandelt. Das heißt, unsere kaufmännische Säule ist für beide Einrichtungen zuständig und haben dann entschieden, wir wollen uns auch in Lengerich darauf vorbereiten, auf eine EMAS-Validierung, weil wir diese großen Vorteile
kontinuierlicher Verbesserung erkannt haben und haben dann 2004 und 2008 zunächst mal Ökoprofit gemacht, um so einen Basisstand zu haben und die Beschäftigten mitnehmen zu können. Haben 2010 angefangen, uns vorzubereiten auf die EMAS-Validierung. In Längerich sind sie seit 2011 auch validiert. Und das kann ich rückblickend wirklich sagen, diese konsequente Beschäftigung, dass man nicht sagen kann, ich lege es jetzt wieder an die Seite und mache vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr mal weiter. Das ist etwas, was uns wirklich sehr, sehr weit nach vorne gebracht hat. Das Thema EMAS, Umwelt- und Klimaschutz, ist in beiden Unternehmen in der Mitarbeiterschaft weit durchdrungen. Wir haben sehr viele Maßnahmen angeleiert zum Thema Gebäudedämmung, Energieeinsparungen, Technik, aber auch Beteiligung der Beschäftigten, aber auch der Patientinnen und Patienten an dem Ganzen. Und das hätten wir ohne EMAS, ohne so ein System nie erreicht. EMAS umfasst ja auch die 14.001, auch ein faszinierendes, wirklich richtig gutes Tool. Ich persönlich sehe aber EMAS als den Goldstandard, weil es eben noch ein paar, wie man so sagt, Schippenkohlen oben drauf legt. Es legt ja sehr viel Wert auf Mitarbeiterbeteiligung. Rechtliche Compliance ist ein großes Thema im Bereich EMAS. Und ich bin jemand, der sagt, Gutes tun und drüber reden. Ich finde auch diese Veröffentlichungspflicht einer validierten Umwelterklärung wirklich einen gelungenen Bonuspunkt, der für EMAS spricht. Wir haben uns damit mittlerweile, kann man sich vorstellen, als psychiatrisches Fachkrankenhaus, es ist nicht ganz einfach, positiv auch in der Berichterstattung der Presse dazustehen. Wir haben uns mittlerweile einen super guten Ruf erarbeitet als Unternehmen, sowohl am Standort Münster als auch am Standort Längerich, die sich glaubhaft eben mit diesen Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen. Wir sind bekannt, dass wir da sehr viel machen. Wir sind sehr glaubwürdig an dieser Stelle auch. Das macht sich mittlerweile auch bemerkbar bei der Bewerbung von Arbeitskräften bei uns. Jetzt sind ja allgemein Kliniken sehr ressourcen- und energieintensive Unternehmen. Ihr habt bereits seit Anfang der 2000er Jahre eine Solaranlage in Betrieb. Meine Frage, gibt es mit Blick auf die vergangenen Monate Ambitionen, sich von traditionellen Energien unabhängiger zu machen? Eindeutig ja. Also es ist so, dass wir in Münster bereits 2002 eine erste Solarstromanlage errichtet haben. Wir haben uns dann dazu entschieden, wir haben in Münster Neubau errichtet, wir haben auf dem Neubau in Münster eine zweite Solarstromanlage installiert, die ist 2020 in Betrieb gegangen. Die produziert im Jahr nochmal etwa 80.000 Kilowatt Strom. Das entspricht ungefähr dem Stromverbrauch von 23 Einfamilienhäusern, um mal so ein Beispiel dazu nennen. Wir waren in Münster immer schon an die Fernwärmeversorgung der Stadt Münster angedockt, haben zusätzlich jetzt aber im letzten Jahr unsere Heizzentrale umgebaut. Das war vor der großen Energiekrise, haben uns da dazu entschieden, als Ergänzung noch eine Holzpelletheizung mit reinzunehmen, die wir mit heimischem Pelletholz versorgen. Wir haben in Längerich am Standort die gasbetriebene Heizung komplett rausgeschmissen, haben auch da jetzt auf eine Holzpelletanlage gesetzt, sind im Moment auch dabei, in Längerich neu zu bauen. Das ist ein größeres Bauprojekt. Auch da wird eine große Solarstromanlage nochmal etabliert, weil wir uns sukzessive so weit wie möglich von konventionellen Energien verabschieden wollen und so viel wie möglich eben in der Eigenerzeugung von regenerativem Strom unterwegs sein wollen, respektive das, was wir nicht selbst erzeugen an Spitzen, dann aber auf jeden Fall zum Beispiel mit Ökostrom dann auch tatsächlich zukaufen. Kommen wir nun auf diese Wärmeversorgung zu sprechen, wo ihr Änderungsmaßnahmen vorgenommen habt. Kannst du bitte näher darauf eingehen, was ihr im Bereich Wärmeversorgung alles genau umgesetzt habt? Ja, es ist so, dass wir die Heizzentralen komplett umgebaut haben. Also wir haben die Notstromaggregate beispielsweise erneuert. Wir haben, wie gesagt, an beiden Standorten Holzpelletkessel eingesetzt. In Münster ist es ein Holzpelletkessel mit 350 Kilowattstunden oder Kilowatt, der in Längerich ist entsprechend nochmal ein Stück größer. Wir haben von daher uns mit der Wärmeversorgung etwas anders und nachhaltiger aufgestellt. Wir haben an beiden Standorten jetzt auch eigene Blockheizkraftwerke nochmal für die Kraft-Wärme-Kopplung etabliert. Haben in dem Zusammenhang aber nicht nur uns um die Sanierung der Heizzentralen gekümmert, sondern auch das, was hinten dran hängt. Also ein wesentlicher Punkt ist ja beispielsweise das Thema Heizungspumpen. Die werden wirklich in einem so rasanten Tempo energieeffizienter, dass man da unheimliche Einsparpotenziale nochmal erwirtschaften kann. Einfaches Beispiel, wir haben vor 3 Jahren etwa 30 Heizungspumpen am Standort Längerich ausgetauscht gegen effiziente Umweltpumpen.
Frequenz geregelt und sparen damit im Jahr fast 21.000 Kilowattstunden Strom ein. Das ist schon eine echte Hausnummer. Dazu kommt, dass wir auch um Wärmeverluste zum Beispiel zu vermeiden, nochmal sehr viele Dämmmaßnahmen vorgenommen haben. Wir haben es an beiden Standorten mit sehr großen Geländen zu tun, entsprechend auch vielen Leitungssystemen. Wir haben also nachträglich nochmal Heizungsrohre gedämmt. Wir haben mittlerweile auch sämtliche Schieber zum Abschiebern von Heizungen gedämmt. Wir haben sämtliche Pumpen vernünftig gedämmt und konnten dadurch auch nochmal erhebliche Einsparungen erzielen. Über den Daumen sind es etwa 55.000 Kilowattstunden, die wir jährlich damit auch wiederum einsparen können. Also das sind ganz, ganz viele Detailgeschichten, die da zusammenkommen. Anderes Beispiel, wir hatten an beiden Standorten in der Vergangenheit eine zentrale Warmwasserbereitung mit natürlich erheblichen Leitungsverlusten auf dem Weg. Wir haben an beiden Standorten das umgestellt auf dezentrale Wasserversorgungssysteme, was die Wärmeversorgung angeht, haben damit erheblich geringere Leitungsverluste im Netz, haben die Aufbereitung direkt vor Ort in den einzelnen Gebäuden. Auch das bringt uns fast 100.000 Kilowattstunden im Jahr, die wir an Energie einsparen können. Mhm. Nun bringt ja bekanntlich die umweltfreundlichste Wärmeversorgung nichts, wenn die Wärme nach außen entweicht. Wie geht ihr mit der Dämmung eurer Gebäude um? Ganz spannendes Thema. Zum einen ist es natürlich so, dass wir da, wo wir neu bauen, beispielsweise auf einen entsprechend hohen Energiestandard setzen, also mindestens jetzt KfW 55, eher sogar drunter. Wir haben aktuell in Münster an einem Erweiterungsbau, das ist ein Neubau für unsere Akademie, für Ausbildungsberufe im Pflegebereich. Dieser Neubau wird komplett nach dem Goldstandard für nachhaltiges, der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen errichtet, also auch Solarstromanlage auf dem Dach, nachwachsende Rohstoffe, niedrigst Energiehaus. Wir haben aber auch schon sehr früh angefangen, auch in den Bestandsgebäuden was zu tun. Also wir haben schon in den Jahren 2010 bis 2013, bevor es gesetzliche Pflicht geworden ist, die Dachböden der Häuser mit Mineralwolle gedämmt. Also alle haben 20 Zentimeter Mineralwolle-Dämmung bekommen. Wir haben mehrere Gebäude von den alten Gebäuden mit einer Gebäudedämmung versehen, haben Fenster ausgetauscht. Es gibt Gebäude mit Wärmedämmverbundsystem. Wir haben Flachdächer entsprechend mit PU-Schaumplatten nochmal abgedichtet, um einfach möglichst wenig Wärmeverluste zu haben. In Lengrich ist es sehr schwierig. Ne? Wir haben viele denkmalgeschützte Gebäude am Standort Lengrich. Das ist natürlich nochmal so ein Sonderproblem. Da diskutieren wir gerade die Frage, ob man mit einem wärmedämmenden Innenputz gegebenenfalls arbeiten kann. Weil ich kann halt ein denkmalgeschütztes Gebäude nicht von außen sozusagen mit einer Wärmedämmung versehen. Das verträgt sich nicht so ganz mit der Denkmalpflege. Ist aber ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wobei die Dämmung ist das eine, die technischen Maßnahmen sind das andere. Was am Ende des Tages immer noch bleibt, ist das Nutzerverhalten. Denn was nützt mir die beste Dämmung, wenn ich im Winter den Nutzer habe, der das Fenster auf Kipp stellt und die Heizung dahinter auf 5 brennen laufen lässt? Das heißt mit anderen Worten, ich muss immer auch den Nutzer am anderen Ende mitnehmen. Ansonsten kann ich aber, wie gesagt, im Dämmbereich auch an den Gebäuden einiges tun. Wir haben jetzt gerade noch vor einer Stunde entschieden, wir bauen gerade in unserem denkmalgeschützten Altbau in Lengerich eine Etage um für das Controlling. Da ging es um die Frage, wir haben uralte Heizkörper, die schön warm werden, aber die in Heizkörpernischen stehen. Im Rahmen des Umbaus werden wir jetzt natürlich die Heizkörpernischen schließen und dann neuere Plattenheizkörper davor setzen, einfach auch an dem Punkt eben, um Energie nochmal einzusparen. Ja, prima. Das sind doch tolle Nachrichten. Dann noch eine weitere Frage in Bezug auch zu eurem Imagefilm, zu den Klima-Live-Ziegeln. Kannst du da bitte näher drauf eingehen? Ja, sehr gerne. Das werde ich öfter mal gefragt. Mhm. Es ist so, dass wir bei verschiedenen Dächern, die wir eingedeckt haben, auf die Idee gekommen sind oder gefunden haben, die sogenannten Klima-Live-Ziegel. Der Klima-Live-Ziegel ist ein Betondachstein, der mit einer Titandioxidbeschichtung versehen wird während des Brennvorganges. Diese Beschichtung sorgt dafür, dass Stickoxide, die ja im Straßenverkehr entstehen, umgewandelt werden in ihre Grundbestandteile, die mit dem Regen wieder weggewaschen werden. Das heißt, diese Klima-Live-Ziegel sind in der Lage, aus der Luft diesen Luftschadstoff Stickoxid herauszufiltern über das Katalyseverfahren. Wir haben uns vorher erkundigt beim unter anderem Umweltbundesamt, funktioniert das A und B, verbraucht sich dann sozusagen dieser Katalysatoreffekt? Und die Antwort war sehr klar, nein, erstens, es funktioniert. Zweitens, es tut es auch ein Leben lang, also es ist nicht wie beim Autokatalysator, der sich irgendwann zusetzt.
Und diese Klima-Live-Dachsteine sind geringfügig teurer als ein normaler Dachstein, aber günstiger als ein Tonziegel beispielsweise. Und unsere Dächer eliminieren rein rechnerisch gesehen den Stickoxidausstoß unserer gesamten Dienstwagenflotte im Jahr. Das heißt also, wir tun an der Stelle für einen relativ bescheidenen Mehraufwand auch wirklich etwas richtig Gutes für die Umwelt. Ich sag mal so, dass es wirklich funktioniert, stelle ich immer daran fest, dass diese grauen Dachziegel tatsächlich ihre Farbe je nach Witterungslage total verändern. Also irgendwas passiert oben auf den Dächern. Und das ist eine tolle Maßnahme, die ich wirklich nur empfehlen kann. Und die Dachsteine sehen richtig gut aus und sie funktionieren. Du sagst, dass der Umweltschutz bei euch in den Kliniken alle angeht. Daher setzt ihr euch verstärkt auf die Beteiligung eurer Mitarbeitenden ein. Gerne möchte ich von dir wissen, wie können Mitarbeitende bei euch in den Kliniken dazu beitragen, den Standort effizienter zu gestalten? Also, daran teilnehmen können alle. Also wir haben an beiden Standorten sehr aktive Arbeitskreise Umweltschutz, wo sich jeder beteiligen kann, auch Ideen mit einbringen kann. Wir haben drei Besonderheiten, wo wir auch ganz stolz drauf sind, was wir gemacht haben. Zum einen ist es so, dass wir an den Maßnahmen der IHK Münster teilnehmen zum Thema Energiescouts. Das heißt also Auszubildende werden zu Energiescouts ausgebildet. Finde ich persönlich ist eine tolle Geschichte, weil gerade die jungen Menschen mit reinzunehmen ins Boot und zu überzeugen, finde ich ganz wichtig. Punkt zwei ist, wir haben vor ein paar Jahren an beiden Standorten entschieden, in den verschiedenen Arbeitsbereichen Energiebeauftragte zu suchen. Das sind Mitarbeiter, die es freiwillig machen. Die werden einmal im Jahr wirklich richtig gut geschult von externen Beratern, um das Rüstzeug mit auf den Weg zu bekommen. Und diese Energieberater sind in ihren Arbeitsbereichen unterwegs, so ein bisschen wie Verschwendungsjäger, sag ich mal. Ja, die sagen mir dann zum Beispiel, Mensch, Voss, bist jetzt gerade mal 3 Stunden in der Besprechung oder hier für eine Stunde bei der Aufnahme des Podcasts, kannst das Licht da zwischendurch mal ausmachen, kannst auch mal den Rechner runterfahren, in der Zeit spart Strom. Oder eben, was ich gerade angesprochen habe, Fenster auf Kippheizung an, muss nicht sein. Es bewährt sich sehr, weil es ist von Kollege zu Kollege, von Kollegin zu Kollegin, dass das weitergegeben wird. Zweiter Punkt ist, wir haben überlegt, wer ist regelmäßig nachmittags in den Gebäuden unterwegs. Das sind die Reinigungskräfte. Das heißt, wir haben auch unsere Reinigungskräfte entsprechend geschult, dass sie darauf achten, da ist der Arzt nach Hause gegangen, hat im Büro aber den Rechner laufen lassen, kriegt da so ein Zettelchen, achte bitte drauf, nächstes Mal Rechner runterfahren. Und wir versuchen aber auf der anderen Seite auch unsere Patientinnen und Patienten mitzunehmen. Wir haben mit der Kunsttherapie an beiden Standorten so Aufkleber gestaltet, die in die Aufzüge kommen, dass man auch mal die Treppe nutzen kann und nicht über den Aufzug. Haben einfach gesagt, wenn wir in der Lage wären, jede 50. Aufzugfahrt zu vermeiden, und das ist schon mal sehr bescheiden, dann sind wir damit auch in der Lage, über 3.500 Kilowattstunden im Jahr einzusparen. Also einfach dieses permanente Ermuntern, denkt bitte drüber nach, macht einfach mit, kann man ganz viele Beschäftigte mit erreichen. Und das ist tatsächlich so, dass die meisten ja auch privat irgendwie in diesem Hinblick unterwegs sind und eigentlich auch wirklich gerne bereit sind, sich auch am Arbeitsplatz dafür zu engagieren. Und welche Qualifizierungsmaßnahmen bietet ihr euren Mitarbeitenden konkret an? Also es ist so, dass wir zum einen diese Geschichte haben mit den Energiekräften sozusagen auf den Stationen, mit den Energiebeauftragten. Zum anderen ist es so, dass in unseren internen Fortbildungsprogrammen wir auch zum Thema Umweltschutz, Klimaschutzthemen dabei haben. Wir haben just gerade eine Führungskräftereihe auch aufgelegt für alle Führungskräfte bei uns in den Kliniken. Ein Themenschwerpunkt von einem Seminartag ist auch das Thema EMAS, Umweltschutz, Klimaschutz. Das heißt, wir bieten unseren Beschäftigten da ganz viel an und nutzen zusätzlich auch noch die regelmäßige Information über unser Intranet oder auch über unseren Newsletter, der einmal im Monat erscheint, der auch regelmäßig Themen erhält, die sich mit dem Bereich Klimaschutz, Umweltschutz auseinandersetzen. Meine abschließende Frage zu dem Thema der Mitarbeiterbeteiligung. Musstest du bei bestimmten Maßnahmen auch Überzeugungsarbeit in der Belegschaft leisten? Also bei den Beschäftigten eher relativ wenig. Das ist wirklich so. Ich habe das Glück, an 2 Standorten zu arbeiten, wo die meisten Beschäftigten wirklich gerne mitmachen, weil das ist auch eine Gestaltungsmöglichkeit innerhalb des Betriebes. Wir achten immer sehr darauf, wenn Beschäftigte in diesem Bereich Ideen haben, dass sie nach Möglichkeit umgesetzt werden, mindestens aber eine Rückmeldung erfolgt, warum wir sie nicht umsetzen können.
Und das ist so ein Bereich, wo sozusagen auch Beschäftigte eine gute Möglichkeit haben, im Betrieb mitzugestalten und auch zu sehen, dass Ideen umgesetzt werden. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Manchmal muss man ein bisschen nachfassen, jetzt weniger im Bereich Energie, aber wenn es um Abfalltrennung und sowas geht, das ist manchmal lästig natürlich, ja, aber da muss man immer wieder darauf hinweisen. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, sind unsere Beschäftigten von dem, was wir tun, sehr überzeugt. Die sind auch stolz darauf, dass sie in einem Unternehmen arbeiten, in einem Krankenhaus arbeiten, was sich wirklich schon sehr früh mit diesen Themen auseinandergesetzt hat und was da eben auch glaubwürdig unterwegs ist. Dann danke dir schon mal für diesen inhaltlichen Input. Ich drifte jetzt leider etwas ins Negative, es tut mir leid, aber ich gehe davon aus, dass es auf eurer Nachhaltigkeitsreise auch ein paar Herausforderungen gab. Würdest du sagen, es gab welche, wenn ja, welche? Und was würdet ihr vielleicht auch rückblickend anders machen? Also, das ist eine Frage, so die ist schon berechtigt. Also ich bin ja nicht seit 35 Jahren kaufmännischer Direktor. Ich war vorher Abteilungsleiter Wirtschaft, Versorgung und Technik und habe sozusagen nicht das Vergnügen gehabt, an der Entscheidungsstelle zu sitzen. Jetzt ist es für mich relativ einfach, wenn ich als KD sage, als kaufmännischer Direktor, wir wollen das so machen, dann machen wir das so. Das war schon manchmal zäh. Also ich sag mal, Ende der 90er Jahre, so bis 2005, 2010, da war man manchmal so der grüne Spinner oder dann wurde auch gesagt, komm, jetzt haben wir so viel Umweltschutz gemacht, das reicht jetzt eigentlich erstmal. Ich habe immer gesagt, Leute, da müssen wir dabei bleiben. Das ist ein Thema, das wird uns auch die nächsten Jahre immer beschäftigen. Das war schon manchmal so ein bisschen Kernerarbeit, wie man so sagt. Und man musste manches dicke Brett bohren und man musste einfach Durchhaltevermögen haben. Das ist etwas, da habe ich das Glück, das habe ich von meinem Vater mit auf den Weg bekommen, dann nicht die Flinte ins Korn zu schmeißen und einfach zu sagen, ich bin davon überzeugt und deswegen bleibe ich dann auch dabei. Wenn ich mal diese letzten 23 Jahre, 24 Jahre zurückblicke, ehrlich gesagt würde ich so ganz viel nicht anders machen. Was ich persönlich wichtig finde, ist, wenn man noch nicht unterwegs ist, einfach starten, also nicht die Messlatte sozusagen gleich ganz hoch legen, sondern einfach mal anfangen. Man wird feststellen, das ist gar nicht so schlimm. Und man wird feststellen, ich finde auf einmal auch sehr viele Mitstreiter in der Belegschaft, weil die auch davon überzeugt sind und eher manchmal denken, endlich fangen wir damit an. So, ich würde ehrlich gesagt so ganz viel nicht anders machen wollen. Was man braucht, ist teilweise eben Durchhaltevermögen, Überzeugungskraft. Das muss auf jeden Fall sein. Und ein gutes, schlagfähiges Team, was bereit ist, sozusagen sich mit einem auf den Weg zu machen. Jetzt habt ihr ja noch einige Ziele vor euch, wenn ich das so richtig interpretiere. Gibt es denn Handlungsfelder, in denen ihr bereits aktiv seid, die du jetzt noch gar nicht angesprochen hast? Habt ihr was in den nächsten Jahren geplant, beispielsweise Mobilität? Ich habe gelesen, ihr seid seit 2004, habt ihr auch eure Küche umgestellt. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen? Gerne. Also ich fange mal bei dem Thema Mobilität an, was gerade ja so ein brandaktuelles Thema ist. Wir haben mitgemacht bei der Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes für den gesamten Landschaftsverband. Wir waren als Piloteinrichtung auch dabei. Wir betreiben sehr, sehr aktiv Fahrradförderung. Es ist uns mit Beharrlichkeit gelungen, dafür zu sorgen, dass die Klinik in Lengrich ans öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden wird. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Buslinien, die sogar hier durchs Gelände fahren. Also das ist wirklich großes Kino, was wir da geschafft haben, auch als großer Arbeitgeber vor Ort. Ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also da sind wir wirklich gut unterwegs, was das angeht. Da gibt es aber auch noch Entwicklungspotenziale. Lengrich ist halt eine Klinik in einem ländlich strukturierten Raum. Das heißt, die Anfahrtswege sind länger. Aber da beobachte ich auch zunehmend, dass wir über das Thema Fahrradförderung, E-Bike-Förderung, es gibt auch Jobbike mittlerweile bei uns, die Neigung sehr groß ist, eben auf alternative Verkehrsmittel zurückzugreifen. Insbesondere das E-Bike wird sehr, sehr gut genutzt. Wir fördern das auch dadurch, dass wir hier bei mit dem Rad zur Arbeit oder es gibt so eine Aktion Lengrich on Bike beispielsweise sehr aktiv mit dabei sind. Die Mitarbeiter brennen immer dafür, weil wir meistens zwischen Platz 1 und Platz 2 bei den beteiligten Unternehmen unterwegs sind. Wir wollen immer Platz 1 mitnehmen. Also wir haben recherchiert, dass wir in den letzten Jahren sind über 100.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt worden, statt mit dem Auto. Das ist schon eine echte Hausnummer.
Also das machen wir ausgesprochen gerne und intensiv. Wir sind gerade im Zusammenhang mit dem Neubau auch dabei zu überlegen, wie können wir da nochmal alternative Verkehrsmittel eben nochmal zusätzlich fördern. Es wird gesicherte Unterstellplätze geben für Fahrräder, für hochwertige Fahrräder. Wir werden Lademöglichkeiten schaffen, die wiederum mit Solarstrom dann auch betrieben werden. Also das machen wir. Und du sprichst es gerade an, wir haben uns 2004 dazu entschieden, dass wir auch unsere Krankenhausverpflegung komplett umstellen wollen. Wir wollten weg von Convenience- und High-Convenience-Produkten, dem Tüten aufreißen. Wir haben mittlerweile eine Entwicklung genommen, dass wir als Krankenhaus wirklich bundesweit dafür bekannt sind, für ein richtig gutes Krankenhausessen. Das heißt, wir kochen frisch aus frischen Zutaten. Wir versuchen, möglichst viel aus der Region zu bekommen. Wir achten auf den Saisonkalender. Haben von daher also wirklich eine fantastische Qualität mittlerweile beim Essen. Wir arbeiten auch mit regionalen Erzeugern zusammen, gerade was Fleisch angeht. Da geht es um das Thema Tierwohl, da geht es aber auch um das Thema kurze Wege, wenig CO2-Ausstoß, kommt super gut an. Also mein Lieblingsparameter ist, es gibt eine zentrale Beschwerdekommission bei unserem Landschaftsverband in der Politik. Und etwas, worüber sich Patienten immer beschweren, ist das Essen. Und wir haben in Münsterlängerich seit 2007 keine einzige Patientenbeschwerde über die Qualität unseres Essens mehr gehabt. Das ist ein super Indikator und da können wir auch richtig stolz drauf sein, dass wir das gemacht haben. Und das bringt auch eine Menge beim Thema Energie, Energieeinsparung, weil kurze Wege, wenig CO2 ist einfach klasse. Klingt auf jeden Fall super. Ich habe jetzt noch eine Frage, die vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten ist für dich, weil ich merke, du brennst wirklich für dieses Thema. Woran merkst du denn konkret, dass sich betrieblicher Klimaschutz für euren Standort auszahlt? Also, du sagst schon richtig, ich brenne für die Thematik. Das ist tatsächlich so. Es zahlt sich tatsächlich aber auch aus. Ich sage mal, es gibt viele Dinge, wenn ich an den energetischen Bereich denke, wenn ich an Dämmungsdinge denke, wenn ich an die Pumpen und sowas denke, da kann ich sehr schnell rechnen, dass Dinge sich auch amortisieren. Mittlerweile ist es auch so, dass die Solarstromanlagen, wenn ich nicht einspeise, sondern selbst verbrauchen kann, sind hier auch sehr schnell gerechnet. Das heißt, also selbst der Kaufmann muss sagen, das lohnt sich betriebswirtschaftlich auf jeden Fall. Es gibt Dinge, die sind nicht so einfach zu rechnen. Also ich sage mal, der Erfolg der Energiebeauftragten, den kann ich nicht so eins zu eins nachrechnen. Aber es gibt auf der anderen Seite auch ganz viele weiche Faktoren, die eine Rolle spielen. Da geht es um Arbeitszufriedenheit, da geht es darum, dass Beschäftigte sehen, Ideen, die ich habe in dem Bereich, werden umgesetzt. Da gibt es Dinge, wo der Umweltschutz und der Arbeitsschutz Hand in Hand gehen. Also in dem Moment, wo ich unseren Gärtnern im Außenbereich die benzingetriebenen Geräte wegnehme und durch professionelle Akkugeräte ersetze, habe ich was für die Umwelt getan auf der einen Seite, für den Arbeitsschutz auf der anderen Seite, weil die Kollegen natürlich nicht mehr in den Abgasen der Geräte unterwegs sind. Also da gibt es ganz viele Überschneidungen. Wenn wir das Thema Essen nehmen, ja, das ist auch ein weicher Faktor. Die Zufriedenheit bei unseren Beschäftigten, die Zufriedenheit bei den Patienten ist unheimlich hoch. Das kann ich monetär nicht bewerten, aber das ist sehr, sehr klar erkennbar. Und es gibt vor allen Dingen, und das ist für mich im Moment einer der Hauptpunkte, insbesondere junge Menschen, die sich bei uns bewerben. Die haben zwei Aspekte. Die wollen einmal eine sinnstiftende Tätigkeit. Die können wir per se anbieten als Krankenhaus, als Pflegeeinrichtung, als Wohnverbund. Die wollen zum Zweiten aber auch mit dem Arbeitgeber gerne sich auseinandersetzen, der sich glaubhaft mit diesen Themen Ökologie, Soziales auch auseinandersetzt und nicht nur sozusagen die ökonomische Brille auf hat. Und das merken wir deutlich. Beste Beispiel, ich habe als im Bereich Umweltmanagement hier in Längerich eine Mitarbeiterin, die hat eine Vorlesung von mir gehört, eine Gastvorlesung an der Fachhochschule in Münster und hat gesagt, da möchte ich arbeiten. So, die hat sich beworben bei uns, weil wir uns eben mit den Themen auseinandersetzen. Ich hatte neulich die Gelegenheit, bei der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen auch über das zu erzählen, was wir tun. Ich habe hinterher eine E-Mail bekommen von einer Anästhesistin aus dem Rheinland, die sagte, ist leider sozusagen die falsche Fachrichtung, aber wenn ich mich mal irgendwann für die Psychiatrie entscheiden würde, dann würde ich zu euch kommen, weil ihr euch eben mit diesen Themen wirklich auseinandersetzt. Und das darf man nicht verkennen. Auch in diesen Gesundheitsbereichen wächst das Interesse an den Themen zunehmend. Ja, es gibt die Aktion Klimawandel und Gesundheit. Es gibt da auch so einen, ich nenne es mal Ableger von Fridays for Future, nennt sich Health for Future, sind junge Medizinerinnen und Mediziner und Pflegekräfte, die sich für das Thema Umwelt- und Klimaschutz interessieren. Die werden auf uns aufmerksam und wir bekommen es immer wieder mit, dass wir die Arbeitgeber sind, die sich damit auseinandersetzen. Und da geht man gerne hin. Klasse.
Wie trägst du denn persönlich dazu bei, dass dieses Engagement im Unternehmen gelebte Praxis ist? Also wie vermittelst du das auch den Mitarbeitenden vor Ort? Also einmal natürlich, indem ich erzähle, ganz klar, aber natürlich auch, indem ich vorlebe. Ja, also wenn ich in Münster in die Klinik fahre, dann fahre ich mit dem Fahrrad, dann bin ich zu Fuß unterwegs. Ich fliege nicht, ich fahre mit der Bahn. Wenn ich zwischen Münster und Lengrich unterwegs bin, dann sitze ich in der Regel entweder in der Bahn oder ich komme mit dem Elektrofahrzeug. Das heißt also, ne, die bekommen mit, der erzählt nicht nur darüber, der macht es auch tatsächlich selber. Und da glaube ich, gerade die Führungskräfte sind da aufgerufen, eben auch mit gutem Beispiel voranzugehen und zu sagen, ne, ich fordere das nicht nur von euch ein, ich möchte gerne, dass ihr das macht, sondern sich selber auch aktiv daran beteiligen. Und bei mir ist es so, das hat mittlerweile auch auf den privaten Bereich abgefärbt. Also jeder, der mich kennt, weiß das auch, dass ich das entsprechend auch privat lebe. Und ich sage mal, mit dieser Vorbildfunktion, das ist das Beste, was man machen kann. Jetzt hast du ja auch schon angesprochen, dass euer Engagement ja auch Einfluss darauf hatte, was Fachkräfte angeht. Mich würde noch interessieren, seht ihr das auch bei der Gewinnung von Geschäftspartnern? Also du hattest es ja für die Küche beispielsweise schon angesprochen. Habt ihr noch andere Geschäftspartner, wo du sagen würdest, da hat unser Engagement auf jeden Fall auch was bewirkt? Also es ist so, dass durchaus Geschäftspartner auf uns aufmerksam werden, die sagen, wir sind in diesem Segment unterwegs und melden sich bei uns und sagen, wir haben da was Besonderes auch für euch im Programm, das könnte gut passen. Das andere ist natürlich, dass wir auch umgekehrt darauf achten, wenn wir neue Geschäftspartner suchen, wenn wir beispielsweise ausschreiben, auch darauf achten, dass wir möglichst mit Partnern zusammenarbeiten, die sich auch bei diesen Themen interessieren. Auch als öffentliches Unternehmen, man ist ja ans Vergaberecht gebunden, gibt es da einige Möglichkeiten, dass zum Beispiel Unternehmen, die eine EMAS-Validierung haben, dass die durchaus auch bevorzugt werden können. Das heißt also, in den Bereichen sind wir unterwegs. Da gibt es also wirklich eine Win-Win-Situation. Im Essensbereich ganz besonders, weil da ist bekannt, dass wir richtig gut unterwegs sind. Da rennen uns manchmal die Anbieter so ein bisschen manchmal auch die Bude ein, weil so ganz viele große Anbieter im Bereich der sogenannten Außerhausverpflegung gibt es nicht, die sich wirklich so intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Also das befruchtet sozusagen auch im Bereich der Geschäftspartner. Mhm. Jetzt habe ich noch abschließend eine Frage an dich, die wir jedem unserer Gäste stellen. Welchen Tipp kannst du Unternehmen geben, die sich auf den Weg Richtung Klimaneutralität machen wollen, sprich ihre CO2-Emissionen kontinuierlich reduzieren möchten? Also das eine ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, ne, sozusagen nicht sofort die Messlatte zu hoch zu legen. Jetzt habe ich natürlich einfach reden, weil wir 1999 schon angefangen haben damit. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man die Ziele sich von vornherein zu hoch steckt, dann springt man normalerweise unter der Latte durch. Also im wahrsten Sinne des Wortes einfach anfangen. Man wird feststellen, es kippt dann so ein Dominostein nach dem nächsten. Das zweite ist, ich würde jedem auf den Weg geben, bitte fangt so schnell wie möglich an. Weil erstens ist es so, jeder, der die Augen nicht völlig verschließt, stellt ja fest, wie dringend notwendig es ist, im Moment gegenzusteuern. Wenn man sich die Entwicklung gerade anguckt, ja jetzt auch was diesen Sommer angeht, was die Klimaextreme angeht, das ist ja nun wirklich nicht mehr zu negieren, dass da einiges passiert. Wir hatten den heißesten Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnung, wahrscheinlich seit Tausenden von Jahren. Wir haben Temperaturen in den Ozeanen, die wir auch noch nie erlebt haben. Also da ist einiges in Bewegung, wir müssen was tun. Und das andere ist, es ist einfach auch ein ökonomischer Selbstzweck. Die Entwicklung CO2-Bepreisung wird uns in den nächsten Jahren noch relativ hart erwischen. Das heißt, derjenige, der nichts tut an der Stelle, der ist kaufmännisch wirklich mit Scheuklappen unterwegs, weil das wird denjenigen, der nichts macht, in den nächsten Jahren brutal einholen. Also es ist einfach auch ein ökonomischer Selbstzweck zu sagen, ich mache mich auf den Weg. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und das andere ist, ne, das ist ein Credo von mir, wie gesagt, deswegen auch Unternehmensnetzwerk Klimaschutz, vernetzen, 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 weil ich sage immer, jede gute Idee ist schon irgendwo mal geboren worden, man muss sie nur finden und gucken, ob ich sie aufs eigene Unternehmen adaptieren kann, gucken, was machen andere, nachschauen, so passt das vielleicht auch auf mich, passen auch Fördermöglichkeiten gegebenenfalls auf mich. Ich glaube, da ist man in solchen Netzwerken super gut aufgehoben und bestens unterwegs. Und dann auch mal über den Tellerrand der eigenen Branche hinaus zu gucken, tut dann auch gut. Mhm.
Prima. Ja, vielen Dank, lieber Thomas, für die Beantwortung all unserer Fragen und die interessanten Einblicke. Es hat uns Spaß gemacht, sich mit dir über das Engagement der LWL-Kliniken im Bereich Klimaschutz auszutauschen. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Sehr, sehr gerne. Danke für die Gelegenheit, mich auszutauschen.